Das kannst du auch gern versuchen. Ah, ich muss ja erstmal ein Gebäude dahinstellen. Flucht. Nicht dran gedacht. Die Azteken wollen herrschen. Die Griechen müssen vernichtet werden. Och, wie nett von euch. Könnt ihr nicht auch selbst denken? Das wäre mal so eine Sache. Selbst denken. Das wird manchen ganz gut tun. Tun sie aber nicht. Warum? Keine Ahnung. Fragt mich nicht, fragt jemand anders. Weil ich denke normalerweise nach. Wohlgemerkt auch nur normalerweise manchmal. Ist das auch nicht so zwingend notwendig. Und hier oben wollte ich meinen Tempel bauen. Ja, ein Tempel macht eure Stadt viel beeindruckender. Baut nur und nährt unsere Zerstörung. Die Menschen sind zufriedener, wenn ihre Stadt einen Markt hat. Jetzt habe ich den einen abgewürgt. Okay. Ein Altersheim. Sehr schön. Das baue ich doch einfach mal hierher. Dann. Warte mal. Kreatur soll Nahrung sammeln. Naja. Das werden wir schon hinkriegen. Die Griechen halten uns zum Narren! Lager. Bitte. Danke. Hohlgetreide. Das ist zwar ein wenig aufwendiger als den das sammeln zu lassen. Allerdings behält er dadurch seinen freien Willen. Das ist die Frage. Gerade mal bei Aufgaben gucken. Kreatur. Oh, noch so ein bisschen. Wie viel haben wir denn? Die Hälfte. 1540. Mal sehen, wie viel er dabei hat. 300. Das ist echt nicht gut. Plus 5 Leben. Oh, ist er auch verletzt? Nee. Okay. Dann sollte ich mal unter Tribut und da die Kreatur. Ein Wasserwunder. Das wäre ganz praktisch. Baumeister wäre auch ganz praktisch. Mist. Jetzt habe ich kein Tribut mehr dafür. Na gut, aber mit 50.000 ist das auch immer recht teuer. Ja. Naja. Ah, wenigstens habe ich jetzt einen besseren Baumeister. Das heißt, er kann ein Gebäude bauen. Hoffe ich doch zumindest mal. Weil das war, glaube ich, auch noch eine Aufgabe. Hatte ich zumindest. Nee, gar nicht. Also, jetzt muss er noch einmal rennen. Und dann ist er schon fertig. So, und dann darf er machen, was er will. Wenn er damit durch ist. Seht nur, diese Menschen bringen ihr ganzes Hab und Gut mit. Sie wollen in unserer Stadt wohnen. Hurra! Baut die Dörfer zu Vorposten aus und hebt Armeen zur Verteidigung dieser armen Leute aus. Hey, da wird jemand nervös. Da ist irgendwas im Busch. Jede Wette. Deshalb brauchen wir gute Verteidigungsanlagen. Und ein paar blutrünstige Armeen. Noch mehr Häuser. Ich werde die Würmer, die den Angriff der Azteken überlebt haben, zerquetschen! Ich werde einen Wald züchten. Unerhört! Nehmt das nächste Dorf ein! Wir müssen die griechische Invasion aufhalten! Baum, da ist ein Baum. Ein kleiner Baum zumindest. Ein Wachs. Los. Kämpfen ja nicht. Da erobern sie ein Dorf. Das kann ich rein theoretisch mit meiner Kreatur verhindern, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Dauert so lange, bis die da
hinlaufen. Nee, immer mit ihren Häusern. Als ob die davon nicht schon genug hätten. Naja, gut. Wenn sie mehr wollen, dann bekommen sie auch mehr. Ist ja nicht meine Schuld, dass dann hier alles zugebaut wird. So, jetzt haben sie es gleich erobert. Was haben wir denn noch? Oh, bekehre 12 Brüter. Ist dann die Frage. Bekehrte Brüter. Wo stehen dann? Ja. Wie die Griechen locken mit ihren prächtigen Städten unsere Leute an. Das muss aufhören. Möge unsere Armee die Griechen vernichten. Ich hab doch jetzt schon Brüter bekehrt. Bekehrte Brüter. Bekehrte Brüter. Bekehre 12 Brüter. Insgesamt? Moment. Was haben wir denn da? Erobere das Land, okay. Sie sind hervorragende Baumeister. 8 von 12, okay. Unser Volk muss standhaft bleiben. Wenn ich den schüttel, sind nur noch 7, verdammt. Bekehrte Brüter. Bekehrte Brüter. Gleich habe ich's. Nein. Moment. Bekehrte Brüter. So, und jetzt darf ich alle wieder schütteln, weil die sonst. Sie wollen gegen mich kämpfen! Ja. So sei es! Zu viel nicht machen. Es wird viel zu viele Kinder geben. So. Viel zu viele Kinder. Alle. Oh Gott. Wie viele Brüter haben wir dann noch? Mal sehen. Ein bekehrter Brüder, das reicht mir doch. Nein! Warum überlassen mutige Wikinger diesen griechischen Emporkömmlingen unsere Dörfer? Ich sollte das Tor aufmachen, um die reinzulassen. Die zwei kommen schon zu mir, das ist natürlich echt cool. Noch mehr Häuser. Der Stamm der Griechen scheint unentwegt zu wachsen. Nicht mehr lange. Ach, das glaubst auch nur du. Nee. Wenn die Azteken über dieses Land herrschen sollen, muss ich die Griechen aufhalten. So, da sind jetzt die Jungs, die hier rein wollen. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Material mit, das ist natürlich klasse. Okay, das machen wir dann mal bis hierhin, damit wir da noch bauen können oder da lang. Genau, wenn wir dann hier noch eins hinstellen, kann man ungefähr abschätzen, wie breit das am Ende sein wird. Dann können wir hier in Doppelreihen die Häuser bauen. Aha, sollen sie doch bauen! Wir reißen alles nieder! Das glaubt auch nur ihr. Und es passt nicht. So ein Mist. Okay, dann wir haben ja noch auf D Destruction. Würde ich mal tippen. Und können demnach hier noch einen Weg erneut bauen. Und diesmal haben wir sogar fast zu viel Platz dafür. Ah, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir haben Häuser für die Leute. Okay. Was wir noch machen können, ist ein wenig hiervon. Oh, zwei Häuser gerade fertig. Kann man hier noch den Baum gießen.
Sehr schön. Da ist noch einer. Ist auch noch einer. Schaut zumindest danach aus. Da, ja, genau, ein kleiner. Na, sieht auch ganz gut aus. Bäume gießen. Sehr schön. Dann wachsen die da auf. Hoffe ich doch zumindest mal. Die versohlen uns den Hintern, Boss. Wow, 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 wow. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ihr versohlt uns nicht den Hintern. Das kannst du mal schön knicken. Wenn meine Kreatur sich mal langsam auf die Reihe bekommen würde, dann könnte die auch... Ey, was ist denn jetzt los? Tacke, verdammt. Nicht dein Ernst. Das kann ich nicht. Komm mal hierher. Da kannst du doch hin und dann kannst du doch angreifen. Ah, die kommen doch dann schon zu dir. Okay, dann mach ich fürs erste Mal wieder das Tor zu. Okay. Blöderweise ist, glaube ich, das ja, Haus dabei ein bisschen draufgegangen. Ja, dann geht mal zu meiner Kreatur, dann kann die euch in den Hintern treten. Hm, noch ein Holz mal wieder zu viel. Ein fremder Gott vernichtet unser Volk. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon dran. Meine aztekischen Herren werden hoch erfreut sein, wenn ich ihnen die Griechen zum Geschenk mache. Ah, die laufen jetzt alle einzeln an. Ja, und sterben dabei so ein bisschen. Wahrscheinlich. So wie es aussieht. Kommt schon die letzten noch. Also kann ich die nicht nehmen, das ist das Problem. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Aber da kommt dann nicht hin. Ah, obwohl. Doch. Nein? Na, Mist. Eine Kreatur kommt nicht auf diesen Weg. Ell, komm mal her. Das Dorf steht vor der... Nein! Warum überlassen mutige Wikinger diesen griechischen Emporkömmlingen unsere Dörfer? Noch eins. Wir haben eine Stadt erobert. Möge unsere Armee die Griechen vernichten. Ist das praktisch? Die Griechen werden für ihre Taten büßen. Ach Gott. Ach Gott. So, ist die Armee zerstört. Meine Kreatur geht eine Runde schlafen. Ich kann ein Tor hinter denen wieder zumachen. Die nächsten Armeen werden auch bald zerstört. Wenn meine Kreatur wieder fit ist. Jetzt haben wir hier ein paar Leichen. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Ja, genau. Die Griechen vermehren sich wie die Karnickel. Pah! Gar nicht. Machen wir hier nicht so einen Wind. Ah, hier haben wir es ja. Eine Kreatur baut 12 Häuser. Eine kleine? Genau. Rolle der Kreatur. Baumeister. Ist zwar jetzt nicht so, dass ich das unbedingt wollte, aber manchmal muss das eben sein. Gut. Und wenn sie jetzt... Ja, komm, bau das Gebäude. Ja. So ein Mist. Jetzt haben die anderen angefangen. Na gut. Na gut. Auch eine große Stadt kann den Wikingern nicht trotzen! So, wenn du dich jetzt nicht beeilst, sind die Menschen wieder schneller als du. Was ist denn los?
Hm.